Mart, DFB-Pokal, erste Runde, 3:0 gegen SV Darmstadt 98. Und also ich würde sagen, das war auch hoch verdient. Du musstest leider zuschauen. Wie hast du es erlebt? Es war herausragend von den Jungs. Jede einzelne, wie die geackert haben, die Konter gefahren sind, die Nadelstiche gesetzt haben, sich hinten in jeden Ball reingeschmissen haben, nichts zugelassen. Also keine hundertprozentige, außer den Elfmeter, klar, aber den können wir uns wegschenken. Hat Tom überragend dann pariert, klar, aber es hat einfach nur Spaß gemacht als Zuschauer heute. Ja, du musstest leider zuschauen. Wie hast du so die Atmosphäre wahrgenommen? Weil ich hatte dann schon den Eindruck, dass von der ersten Sekunde an irgendwie auch jeder geglaubt hat, dass da was geht. Ja, weil auch mit der ersten Sekunde an, glaube ich, wir direkt da waren. Wir haben, ich glaube, in Minute zwei direkt einen Konter gefahren, der mit etwas Glück sofort in einem 1-0 münden kann. Und dann mit dem frühen Tor, dann natürlich, dann nimmt man die Fans mit, dann steht hier ein bisschen eine gewisse Eigendynamik und dann rappelt es halt mal auch gegen Bundesligisten. Mart, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen dich auch bald wieder auf dem Platz. Spätestens zweite Runde, würde ich sagen. Ich hoffe doch. Danke dir, Mart. Hui, Fanul, 90 packende Fußballminuten mit einem Ergebnis, das man, ja, ich glaube, so nicht erwartet hat, aber am Ende ein 3:0 gegen den Bundesligisten und unterm Strich, glaube ich, auch hoch verdient. Wie war es für dich auf dem Feld? Ja, wir wussten, dass es ein ganz ekliger Gegner wird. Wir wurden gut drauf eingestellt und ja, wir haben es gut gemacht. Wir standen tief, haben auf die Umschaltsituation gewartet. Dann machen wir auch das 1:0, was überragend gemacht wurde von Hoffer und Markus und Glob hat noch so eine Aktion gehabt, aber leider haben wir es nicht vollendet. Ist okay, wir standen tief, ist klar, die Pressen, die sind gut, die sind qualitativ. Eine sehr gute Mannschaft, die sind eingespielt und sind ja nicht umsonst aufgestiegen. Und klar, das war ein Stück Arbeit und wie gesagt, das war ein Highlight. Der DFB-Pokal schreibt immer neue Geschichten und natürlich in der zweiten Halbzeit haben die auch riesen Chancen. Man kann es nicht alles verhindern, aber wir haben echt riesen Job gemacht. Ich bin sehr, sehr stolz auf die Mannschaft, defensiv, was wir geleistet haben. Die Jungs, die reingekommen sind, die haben Vollgas gegeben. Und am Ende wird man belohnt, dass es jetzt ein 3:0 wird. Das ist natürlich irgendwie deutlich, aber trotzdem müssen wir auf dem Boden bleiben. Und das sind 90 Minuten, 120 Minuten, ein Spiel, da kann alles passieren. Und wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und ich bin stolz auf die Mannschaft. Wann war heute so der Moment, wo du gemerkt hast, wir können das Ding ziehen? Der Moment war immer da, auch vorm Spiel und ich hatte ein gutes Gefühl und wie gesagt, wir haben die Woche sehr gut trainiert. Natürlich, wir wussten, es wird ganz, ganz eklig, ganz, ganz schwer, aber wir haben es die Räume zugemacht, wir haben es denen schwer gemacht. Irgendwann haben sie gehadert, die wussten nicht mehr, was sie machen sollen. Und auf dem Platz nach dem 1:0, klar, 1:0 ist nichts, 2:0 ist noch schlimmer eigentlich. Wo das 2:0 passiert ist, wenn es das 2:1 passiert, wird es ganz eklig. Aber ich, ab der 80. wusste ich schon, okay, die wussten jetzt auch nicht mehr, die hatten jetzt keine Ideen und wir haben es sehr gut gemacht. Dann machen wir noch das 3:0. Am Ende vielleicht können wir noch das 3:1 kriegen, damit es nochmal vielleicht ganz eklig. Aber Tom hat seinen Fehler ausgebügelt und hat auch einen riesen Job gemacht und alles rausgeholt, was ging. Und wir haben auch alles verteidigt, was ging. Und das war eine Mannschaftsleistung. Chapeau. Ja. Ich glaube, ich ziehe auch den Hut vor der Mannschaftsleistung. War ein geiles Spiel von euch, Jungs. Danke dir, Fanul. Vielen Dank. Wir sehen uns in der Liga, aber auch zur zweiten Runde. Nochmal danke an die Fans. Die waren heute überragend. Das war heute eine geile Stimmung. Danke dir.